Abend, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Schönen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen guten Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung. Als Sie sich kennenlernten, war er noch Klatschreporter und Sie bereits eine erfolgreiche Theaterschauspielerin. Doch dann hatte er Ende der 70er Jahre eine seiner vielen Ideen, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. Ein verrücktes Paar. Sowas wie die erste Comedy-Show im deutschen Fernsehen, die Sie und Harald Juhnke damals über Nacht zu Stars machte. Sie hat über ihn mal gesagt, dieser Mann ist so dermaßen ehrlich, dass einem manchmal die Kinnlade runterfällt. Er hat über sie mal gesagt, ich habe Harald Juhnke immer um den Griff an ihren Busen beneidet. Herzlich willkommen, Grit Böttcher. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Hat ja so gesagt. Und er sagt direkt, ja, stimmt ja. Als Sie beide sich kennenlernten, da wusste Deutschland noch nicht, dass der mit Abstand beste Arzt, den dieses Land jemals gesehen hat, im hintersten Schwarzwald operiert. Dieser Mann, der in der Lage war, allein mit seinem Augenaufschlag spontan Heilungen bei Frauen vor allen Dingen auszulösen, war ihr Vater. Er machte sie zu Lernschwester Elke, die zwar auch keinen Plan von stabiler Seitenlage hatte, allerdings dafür einen sehr klaren Plan für Sascha Heen. Ich zitiere mal wörtlich, die Küsse von Sascha Heen sind bis heute unvergesslich. Und er war es, der diese wilde und selbstverständlich rein dienstliche Knutscherei eingefädelt hat. Herzlich willkommen also Barbara Busser, freue mich sehr. Ja, Als Sie sich kennenlernten, da hatte Lernschwester Elke ihrem Chefdoktor Brinkmann längst den letzten Tupfer in die Hand gedrückt. Nur Sascha Heen, der war immer noch da und hatte nach einer erfolgreichen ABM-Maßnahme von Arzt auf Kellner umgeschult. Wobei es natürlich heißen muss, Steward auf dem Traumschiff. Sie wollte damals auf dem Traumschiff als Küchenhilfe anfangen. Und es ist seiner Weitsicht zu verdanken, dass dieses schöne Gesicht nicht von einer Kochmütze verunstaltet wurde. Stattdessen machte er sie zur Fitnesstrainerin in hautengen Klamotten. Winziger Haken an der Sache, sie hat von Sport keine Ahnung. Herzlich willkommen, Inka Bause. Freue mich sehr. Ist so, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, und er... Und er ist dieser Mann, der die deutsche Fernsehunterhaltung geprägt hat, wie kaum ein anderer, der das verrückte Paar, die Schwarzwaldklinik und das Traumschiff erfunden hat. Einer, der deutlich mehr auf seinen Bauch als auf seinen Kopf hört und deshalb sagt, eine gute Kritik in der Süddeutschen und ich weiß, ich habe irgendwas falsch gemacht. Einer, der niemals Urlaub macht und der das Alter und andere Nervensägen jeden Tag mit einer Überdosis Knoblauch bekämpft und der sagt, mein momentaner Geisteszustand ist bekloppt wie immer. Herzlich willkommen, Wolfgang Rademann. Freue mich sehr. Ja, und Herr Rademann, Sie wollen was sagen, Herr Rademann? Ja, klar, ich will was sagen. Jetzt habt ihr hier noch geklatscht. Also, ich finde ja erstmal was Bemerkenswertes. Ich bin hier in diesem Studio zum dritten Mal und habe noch nie so einen jungen Lanz erlebt. Guckt euch mal den Mann mit dem Bart an. Den gibt's ja noch nie lange. Der ist ja jetzt, sieht er aus wie ein junger Errol Flynn. Ehrlich? Also, so weit können Sie gehen. Wie kommt ihr denn zu der Geschichte? Ich finde, ich wäre schon ein bisschen Magnum, so ein ganz kurzen Höschen. Das wäre meine nächste Vorstellung gewesen. Der war aber reicher, der wohnte auf Hawaii. Das ist richtig. Aber käme man mit so einer Schnurre, Herr Rademann, in Frage für eine Rolle bei Ihnen? Ja, also nachdem Sie ja nur also jetzt so sagen wir, das Format eines jugendlichen Liebhabers haben, kann ich ja damit jetzt umgehen. Ja, aber nun sind Sie gerade Vater geworden, ich will die Ehe durcheinander bringen. Nein, das aber ist auf alle Fälle, ja. Auf alle Fälle sieht er gut aus und ich möchte ja nicht mehr wissen, warum. Haben Sie jetzt diesen Bart? Was ist denn das? Weil ich eine Wette verloren habe und der Wetteinsatz war eben diesen Schnäuzer wachsen zu lassen. Bei Wetten, das war das. Ne? Wir haben die Stadtwette in Graz verloren. Und es gibt eine Aktion in Australien, Movember heißt die. Da haben sich australische Prominente ursprünglich mal Gedanken darüber gemacht, wie macht man vor allen Dingen Männer darauf aufmerksam, dass es sehr sinnvoll und auch richtig ist, gelegentlich mal den Gang zum Urologen zu wagen.
Und deswegen diese Idee mit dem Schnäuzer, die lassen sich im November den kompletten Monat über einen Schnäuzer stehen. Und jedes Mal, wenn Sie mich zu Hause sehen, wissen Sie, Achtung, ich sollte beim Urologen anrufen. Das ist die Idee. Ja. Ne? Das geht aber auch einfacher. Ja. Ja, das geht doch einfacher. Warum müsste das im November sein? Sie meinen das ganze Jahr über? Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Es gibt alle. Wie findest du es? Also mir gefällt es. Also ich würde jetzt nicht an Urologen denken, sondern eher an Pierce Brosnan, wenn ich dich so sehe. Ja. Also der nächste 007. Mach weiter. Ich finde es toll. Ja. Find ich gut. Ja. Mir gefällt es sehr. Es geht ja gar nicht um mich. Sag mal, ist das nur hier eine Sendung über mich oder was? Ich wollte es gar nicht sagen. Sie haben angefangen, Herr Rademann. Ich habe dazu nichts gesagt. Muss allerdings an der Stelle noch mal meinen Sohn zitieren. Der sagte, Vater, du siehst wirklich beschissen aus. Und ich sagte, mein Sohn, das ist der Plan. Deswegen, also, lassen wir jetzt dieses Thema und machen uns erst mal ein Bild von dem Mann, der heute hier sitzt. Ein Mann, der mit diesen drei Damen, die heute hier sind. Tolle Runde, ne? Na, also, ich finde ja tolle Frauen. Und wenn ich daran denke, wo ihr die alle aufgetrieben habt, die eine macht Fernsehen, die andere sucht einen Bauern in Vorderindien und die andere ist in Wien. Also das ist ja wirklich toll, wo die alle herkommen. Ja, ja. Der Inka, Mensch. Ja. Ja, ja, das ist alles. Für dich alles. Das ist beeindruckend. Ja. Finde ich auch. Zum 80. Geburtstag. Und damit Sie zu Hause mal ein Gefühl dafür kriegen, wer hier eigentlich sitzt, schauen wir noch mal ganz kurz rein in die wirklich ganz großen Erfolge des Wolfgang Rademann. Schauen Sie mal. Er ist also Deutschlands, das kann man glaube ich so sagen, erfolgreichster Produzent, ein Mann, der Anfang der 80er Jahre bereits die ganze Nation mit seiner Schwarzwaldklinik begeistert hat. Ein Mann, der seit nunmehr 33 Jahren ebenfalls erfolgreich auf hoher See unterwegs ist und das Traumschiff auf Erfolgskurs hält. Und ein Mann, der ein ganz ungewöhnliches Leben hat. Begonnen hat diese berufliche Karriere in Ost-Berlin mit einer Lehre als Schriftsetzer. Anschließend wird er Klatsch- und Lokalreporter, trifft Stars und Showgrößen am laufenden Band. Und 1962 dann engagiert ihn Katharina Valente als ihren Pressesprecher, der Eintritt ins Showgeschäft. Mitte der 60er Jahre dann der Durchbruch als Fernsehproduzent, 500 Sendungen mit besten Quoten und Erfinder der Samstagabendshows. So schreibt er Fernsehgeschichte. Das Erfolgsrezept damals beschreibt er wie folgt. Es muss was zum Lachen sein, es muss was zum Weinen sein, es muss irgendeine schöne Liebesgeschichte für die Mama sein. Das ist entscheidend. Wolfgang Rademann. In 5 Tagen wird er stolze 80 Jahre alt. Aber ans Aufhören denkt einer wie er nicht. Und da ist er. Herzlich willkommen nochmal. Wolfgang Rademann. Das ist schön, ne? Ich bin ja nun in der Rampensau, die immer Applaus braucht. Aber irgendwie macht das ja Spaß. Jetzt weiß ich auch, warum Sie das hier so gerne machen. Ja, jeden Abend ist Beifall. Ja, absolut. Ist nicht immer für einen selbst, aber im Zweifel ist das schön. Ne? Ja. Ist das so einfach, die Erfolgsgeschichte? Es muss ein bisschen was für alle dabei sein und vor allen Dingen was für Mutti? Naja, für Mutti ist ja lebenswichtig. Bei Mutti sind ja fast alle. Das ist ja wirklich toll, wenn sie da zu Hause sitzen, die Leute, und mal 90 Minuten lang nicht das Elend der Politik und der ganzen Weltgeschichte und auch dann noch der blöde Wetterbericht, der ohne gut ist. Also da sollen sie doch mal 1,5 Stunden lang sagen, ach Mensch, ich muss nicht nachdenken, das ist gut. Und ich will ja nicht ins Fernsehmuseum. Ich will auch keine große da Nachrufe im Sinne von, das war nur die Legende Nummer 1 oder was weiß ich. Nein, 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 mir geht es nur darum, ihr sollt euch alle unterhalten, 90 Minuten, heute einen Spaß haben und dann kommen sowieso die Regenwolken. Dann kommt wieder das Wetter. Genau. Dann kommt immer das Wetter. Frau Böttcher, wie ist das? Überhaupt Frage in die Runde. Wie ist das, wenn man von Wolfgang Rademann angerufen wird? Sagt man dann sofort ja oder überlegt man kurz und sagt, sag erst mal, was die Rolle ist? Nee, ich glaube, man sagt ja. Sofort. Nein. Doch. Also, so komm. Wie meldet er sich denn am Telefon? Ruft er selber an oder lässt er anrufen? Er ruft selber an. Ja. Also ich, ja. Immer. Immer. Ich habe die Bause alleine aufgerissen und nicht erst. Nee, und es kommt auf das
darauf an, wie er sich meldet oder so. Als Rademann, dann weiß ich, er ist da. Ja. Rademann, dann weiß ich, er ist ganz weit weg und so. Ja. Merkst schon an dem Namen sagen von ihm, dass, wo er ist, wo er sich auffindet. Und ob er in Eile ist oder ein bisschen Zeit hat, merkt man schon am Namen sagen. Also Luise Martini, eine Schauspielerin, die früher bei uns auch mitgespielt hat, die leider nicht mehr unter uns ist, die hat mal gesagt, früher sind wir mit Neckermann gereist, jetzt mit Rademann. Ja. Rademann ist schöner. Und wenn Rademann zu hören ist, sagt man direkt ja. Ja. Ich komme, egal wo du bist. Nein, das stimmt nicht. Doch. Ne? Nein, naja, bei dir vielleicht, weil du bist ja süchtig nach mir. Aber... Entschuldige, das ist gar nicht toll. Aber wir mögen diese sehr zurückhaltende Art von Ihnen, Herr Rademann. Das gefällt mir gut. Ja. Und immer so bescheiden. Und Das haben mir die Leute auch gesagt, Inka. Der Herr Rademann ist einer, der wirklich auf dem Teppich geblieben ist. Das muss man sagen. Inka, wie hat er dich aufgerissen, wie er das gerade beschrieben hat? Er hat einfach angerufen, weil er irgendwas über... Ich muss mich zusammenreißen, weil wenn er in der Nähe ist, kann ich ja nicht mehr Hochdeutsch sprechen. Das verstehe ich. Ja, Entschuldigung. Gib dir bitte da nicht irgendwelche Ich habe irgendwo gelesen, dass ich das Traumschiff natürlich liebe, wie wir alle. Ich kenne keinen, der es nicht mag. Und, ich kenne welche. Ich nicht. Irgendwie, auch wenn sie es nicht zugeben, irgendwie finden sie es immer toll. Auch wenn es eigentlich nur die Enkel toll finden oder die Kinder. Aber eigentlich finden es alle toll. Und der ruft da an und sagt einfach, Kleine, ich möchte mich mit dir mal gerne treffen. Ich hab Kleine? Da mal Kleine, war? Nein, das ist eine Auszeichnung. Im Berlinerischen ist, wenn man sagt zu einer Frau, die Kleine, ist eigentlich was ganz Positives. Also ehrlich gesagt, mit 46 bin ich da sehr froh, wenn ein Mann noch Kleine zu mir sagt. Ich finde das toll. Mit 76, er sagt auch noch Kleine. Ist das schön? Ist das schön? Sagt er, ja? Aber ist das eine... Ich schließe mich mit 53 auch an. Ich sag's auch Kleine zu mir. Wir kennen uns ja nur schon ewig. Und ich war wirklich eine Kleine damals. Der Papa kam damals an, der große Russo, und er sagte, Mensch, ich habe eine Tochter, kannst du nicht was für die mal tun? Und da haben wir uns in Wien im Hotel getroffen. Und ich war gleich so beeindruckt, weil sie so gut aussieht. Und da hat er gesagt, wenn du noch spielen kann, dann her damit. Ja. Und dann, so einfach war's. Und zack, hatte sie einen Tupfer in der Hand und die Sache ging los. Nein, Tupfer hatte ich nicht, um Gott. Nein, ich habe Patienten getätschelt und Betten geschüttelt und am Anfang. Ich bin da langsam reingewachsen, dank seiner Hilfe. Und die kann wunderbar moderieren. Du hast ein paar tolle Sendungen mit André Rieu gemacht. Ja. Da bin ich sehr beeindruckt gewesen, die Vielseitigkeit. Und deine schöne große Peter-Alexander-Show zum 80. von Peter-Alexander habe ich auch moderiert. Also richtig prima hingelegt. Also die ist vielseitig begabt, die Mause kann gut spielen, bloß sie lobt das nicht. Und die Böttcher ist eine, die Grit ist eine absolut tolle musikalische auch noch. Das sind die Komödianten. Ja, die auch ein, das werden wir gleich noch sehen, ganz großartiges Timing hat, ne? Im Zusammenspiel auch mit Harald Junke und so. Pointen sicher, Boulevardtheater. Aber die Geschichte von Inka Bause, Inka schleicht sich da so ein bisschen weg gerade. Inka, wie ging es denn dann weiter? Also, da ist der Mann am Telefon, sagt, pass mal, ich will dich aufreißen, Kleine. Wir haben uns dann zum Essen wir müssen getroffen. Reden. Ja. Und dann trat mir kurze Zeit später, nachdem er drei Sätze sagte, meine Managerin unheimlich gegen Schienbein, weil er mir offerierte, er hat eine ganz tolle Rolle für mich auf dem Traumschiff. Und dann wäre die Fitnesstrainerin. Und ich irgendwas sagen konnte, tat es schon unheimlich weh, weil meine Managerin natürlich sofort wusste, jetzt interveniere ich. Willst du auf die Geschichte hinaus? Weil ich das Unsportlichste bin, was man sich eigentlich irgendwie vorstellen kann. Ich bin gestern gerade gestürzt, weil ich mit meinem Hund im Gassi Stall? War. Nee, ich fahre mit meinem Hund Gassi. Also selbst dachte schon, in eine Mistgabel gefallen, aber nein. Nein. Und mir stiegen die Tränen noch in die Augen bei dem Essen, das werde ich nie vergessen. Es lag nicht an meiner Rührung oder dem Entsetzen, sondern weil so eine Schale frisch geschnittener Knoblauch vor mir stand. Und es stank noch nie in meinem Leben so bei einem Armbrotessen wie bei meinem ersten mit Wolfgang Rademann. Ja, aber du hast es ja überlebt, die Dämpfe. War toll. Also bis heute bist du ja noch. Das muss ich euch mal sagen. Ja, du, ihr Knoblauchfritzen, die ihr werdet immer hier bringen. Ich habe durch Johannes Heesters bin ich auf den Knoblauch gekommen. Ja. Der Heesters, den ich ja sehr gut kannte, und das ist schon jetzt Jahrzehnte her, der hat irgendwann mal, man fragt ja bei einem so einen alten Herrn, der noch so gut in Schuss ist wie Juppie. Ja, ich meine, der kam mit 90 in die Pubertät. Oh, ne? Also das,
Also vor dem habe ich einen wahnsinnigen Respekt. Was der alles, da könnte ich eine ganze Sendung machen, nur um Hesen. Also der kommt und ich frage ihn, sag mal, Jopi, Mensch, das ist ja unglaublich, wie du noch in dem Alter so, was machst du denn? Und da sagt er, naja, ich mache also Sauna, denke ich, Sauna, kann ich keine Zeitung lesen, nee, ich nicht rein. Gartenarbeit, ach nee, das ist auch nicht für mich, Gartenarbeit, Knoblauch, sag, wie Knoblauch? Ja, sagt er, jeden Tag so ein Gläschen, weißt du, so Schnaps und dann so frischer Knoblauch drin. Also ich hab das dann, also bin ich gleich zu der Kubi hier ran, hab gesagt, müssen wir eine Flasche Wodka Kubi kaufen. Ist die Frau, die wir als Ruth Maria Kubitschek kennen. Richtig, ja. Und dann, der Name ist mir zu lang, also ich mach nicht kurz. Und dann hat sie die Flasche gekauft, den Knoblauch drin, und das hat furchtbar, schmeckt elendig. Und da habe ich gesagt, Quatsch, den Umweg über den Schnaps, ich mache das gleich direkt und esse den Knoblauch so. Und das mache ich nur jetzt für 35 Jahre. Und ja. Haben wir es später ja, aber nur nicht hier meckern, weil ihr riecht nicht. Ich habe ja. die große, weiß ich nicht, Beerbung, für die ich nicht kann, dass ich wenig stinke. Das stimmt. Also ja, das ist richtig. Er ist eigentlich eine ganze Knoblauchzehe schon ja. in den ganzen Jahren geworden. Ja. Aber man riecht es nicht wirklich. Es ist eigentlich Barbara, mal, gut, Barbara, du sitzt zu weit weg, Barbara. Ich würde das so nicht bestätigen. Nein, ich sitze ja da relativ. Ich bin natürlich im Vorteil. Ich komme aus Wien und wir kochen nur mit Knoblauch. Also ich rieche das überhaupt nicht mehr. Man merkt, er lässt eigentlich kalt, weil ich trinke jeden Tag jetzt ein Schnapsglas Knoblauch. Nein. Also das ist so eine Kur. Man püriert das mit Zitronen und so. Ja, das machst ist du ernsthaft? Mir. Ja, mach ich wirklich. Uff, ehrlich? Oh, ich fange sofort ich an. Ich denke, du machst Yoga. Das ist ja auch so was ähnliches. Das ist ja das Schlimme. Ich habe ja keinen Sport gemacht auf dem Yoga Traumschiff. Yoga ist wie Knoblauch mit Zitrone. Und ja, seit das habe ich so auch noch nicht gehört. Fange ich nur an, Sport zu machen. Also dieser Mann hat einfach eine unheimliche Wirkung. Ja. War auf viele Menschen. Das ist unglaublich, ja. Verrückt. Knoblauch oder Ecke? Na, du! Der Mann. Herr Rademann, grundsätzlich, gibt es unterschiedliche Kategorien von Schauspielern? Also ja. Ja. Natürlich. Welche? Ja, wie? Ich weiß gar nicht, was ich fragen will. Aber machen Sie mal. Ecke höre, bitte. Ja, das gibt gute und schlechte. Das ist richtig. Wie Moderatoren. Ja, auch. Ja. und gibt es aber Leute, die Sie unterschiedlich einteilen? Also gibt es Leute... Nämlich? Ja, in A und B. Und gut, C. Gut, nee, C nicht. Nee, so tief hier nicht. Aber A und B, also wirklich hier ein Jute, wo man sagt, oh Mensch, die sind toll. Und dann nur, man sagt, na gut, dann die schleppst du noch mit. Ja. Warum schleppt man die mit? Weil man sie braucht. Es ist ja nicht so, du kannst ja nicht jedes Mal eine große Kanone für so eine kleine Rolle, die ich oft habe, ich habe ja manchmal ganz schön Käse anzubieten, dass du dafür eine große Rolle, einen großen Schauspieler, da sagst du, Quatsch, das ist ja Blödsinn, das ist lohnt ja sich nicht. Ein Lanz mit Bart, dem hier ich ja nur ohnehin eine große Rolle, da wollte ich erstmal mit einer kleinen anfangen. Ja. Okay. Und grundsätzlich gibt es Leute, die sofort absagen, die sofort zusagen, die erst mal fragen, worum es geht, die man nicht gekriegt hat zum Beispiel auch? Naja, also früher hat man welche, wo fährt das Schiff hin? Die haben ja eine Rolle gefragt. Hauptsache, das war ein schönes Land. Aber das ist vorbei. Heute kann jeder für 800 Euro sich schon nach Australien bewegen. Da fragen sie nicht mehr so sehr, wo es hinfährt, sondern die Rolle ist eben doch entscheidend. Erstmal die Termine, ist klar. Aber bei den Terminen ist das wirklich ja nicht so einfach. Also Mütter wissen oft nicht für die lange Zeit, wo ich sie brauche, wohin mit dem Kind, weil Opa nicht da ist und der Mann hat gesagt, mach doch das alleine. Und dann habe ich, also eine hatte ich, meine Schauspielerin, die hat gesagt, ich weiß nicht, wohin mit dem Hund, der kann nicht mitfahren. Ja. Und also da gibt es schon Komplikationen, so ist es nicht. Wie reagiert? Aber wie ich reagiere? Ja. Na, ich habe ja dann immer mehrere. Nicht? Ja. So klar, man fängt an bei Lanz und endet bei Kerner. Also irgendwo. Die Reihenfolge können wir so stehen lassen. Das macht nur Spaß. Max Tiedorf zum Beispiel sollen Sie nie bekommen haben, stimmt das? Ja, Max Tiedorf wollte ich haben. Und der hat also wirklich, die Rolle war schon klar. Und der Vertrag war klar. Und die Reise war klar. Und dann sagt er zu mir, sag mal,
kann ich eigentlich im Bett auf dem Schiff rauchen? Ich sag, na, sag mal, du hast da einen Hammer. Da ist da oben dieser Feuermelder und um Gottes Willen. Ich sag, na, der Sigi raucht, qualmt ja auch seine Pfeife, wenn ihr da aufs Deck geht. Und heißt der auch so, der raucht, ne? Ja immer so. Nicht, ja. Ist keine Pfeife. Nein, 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 nicht mal. Und das kannst du doch jeder an Deck, frische Luft. Nein, ich muss im Bett rauchen. Hat er die Rolle zurückgegeben? Gibt's doch ja nicht, was? Oder Seekranken, die Leute, die seekrank werden, also, gehen die also, nicht. Es gibt doch wirklich. Aber das ist das Schöne an Schauspielern. Die sind absolut. Persönlichkeiten und jeder ist anders. Absolut. Und man, das finde ich alles prima. Mir macht das einen Spaß. Ich mache das 45 Jahre und ich habe eine Riesenfreude daran. Und dann darfst du, Marco, nicht daran denken, dass. Wir sind alle ohne die ja nicht. Die allerdings ohne uns auch nicht. Und gleich nochmal. Ja. Und gleich nochmal. Die Dinger klar zu ziehen. Fritz, Sie waren. Wie oft waren Sie auf dem Traumschiff? Dreimal? Davon waren einmal Bora Bora. Und einmal China. Oh. Die Bora Bora wird sie nie vergessen, die Geschichte. Ja, was war denn auf Bora Bora? Wer war denn noch dabei? Nee. Inka. Inka war dabei auch? Ja, aber nicht bei Bora Bora. War ihr mehrmals auf Bora Bora? Ja. Nee, dann fang nicht, von meiner nicht ja nicht an. Darf ich die mal erzählen, damit ich auch mal zu Wort komme? Ich wollte gerade sagen, das kann sie auch besser. Sie haben... In Bora Bora sind so Wasserbungalows und da kann man gleich über die Leiter vom Schlafzimmer praktisch ins Wasser. War sensationell, so irrsinnig teuer. Aber es ist nicht schön. Und die Grit geht also baden, ja, schwimmt da so rum und steigt wieder auf eine Treppe in ihr Zimmer hin und fängt ein riesiges Gebrüll an und sagt, meine Handtasche ist weg, meine Handtasche ist weg. Und ich weiß ja nicht, ob die ist geklaut. Also die Produktion rennt, also hier, so die, eure Leute hier, die würden alle rumrennen und sagen, Mensch, der Plätscher, haben sie die Handtasche geklaut, mir hat das Wild, das ist ja alle drin und so. Man würde hier nicht passieren, aber auf dem Traumschiff, wer weiß, kann schon sein. Hier so kein Wasser. Also jedenfalls, was war passiert? Kurze Rede, langer Sinn. Die hat das falsche Bungalow betreten vom Wasser aus. Und war bei anderen Leuten. Und da lag ein Mann. Da war doch ein Mann drin in dem Zimmer noch oder was? Und da hast du, nee, du hast mir doch mal erzählt, lieber nehme ich den Mann als die Handtasche. Ja, diese Geschichte nochmal anhören. Nochmal erzählen. Aber wir sind froh, es war auf jeden Fall das richtige Schiff, das kann man schon das mal sagen. Das war's. Ja. Der Bungalow. Ja. Ich war eben ein zu früh eingestiegen. Und ist es wahr, Herr Rademann, dass Sie mal Ihre eigene Geschichte mit eingebaut haben in eine Traumschiff-Episode? Jetzt kommt die Briefnummer, wa? Jetzt kommt die Briefnummer. Ja. Ah, die war gut, die war toll. Also, da gibt es so an den Kabinen so Postfächer, wo so Zeitungen und Post. Eines Tages ist ein Brief drin. Und mach den auf und denke, ah, was? Ein Original-Liebesbrief, den ich geschrieben habe 1954 an eine Krankenschwester in Berlin-Buch. Als ich so kleiner Bengel da war in Berlin. Also, ich habe gestaunt, was ich mal für gute Briefe geschrieben habe. Ja. Das war, schreibst du noch gute Briefe? Naja, aber so der war wirklich ein Knaller. Hätte ich gar nicht gedacht. Und da steht, dieser Originalbrief ist da in meiner Tür und dann ist ein Zettel dran, ich bin an Bord, mal sehen, ob du mich findest. Nein. Oh. Tolle Geschichte. Na. Eine tolle Geschichte. Ja. Und ich dachte, Mann, was hatte die dann? Die war blond und Busen, mehr weiß ich auch nicht. Und das ist ewig her. Und ich wusste nicht, ich bin auf das Schiff rumgerannt. Sie hat sich nicht gemeldet. Gut. Dann habe ich meine Jungs gesagt, wenn eine Frau irgendwo sich ein bisschen mehr umdreht als üblich, ja, sag mir mal Bescheid. Nach Ihnen jetzt. Ja. Sag mir mal Bescheid, ja, dann wäre ich aufmerksam. Passiert das oft, dass sich Frauen nach Ihnen umdrehen? Nee, auf dem Schiff kaum. Ja. Und die hat sich nie umgedreht. Ich habe auch keine gefunden. Ich denke, ich verflucht. Und dann ist die abgereist worden. Zack, bumm. Und da habe ich gesagt, das ist aber eine tolle Story. Das ist eine schöne Geschichte. Die hat sich bis heute... Die Geschichte habe ich mit Nadja Tiller verfilmt. Ja. Aber noch mal zurück. Bis heute hat sich diese Frau nicht dann mal bei Ihnen gemeldet und mal gesagt, ach, ich war's? Ja, ja, jetzt vor kurzem hat sie angerufen, ich bin die. Ja. Und zwar, die wohnt in München. Ist sie hier? So. Nein, nein, nein.
Unsere Recherche ging nur so weit, dass wir wussten, das ist passiert. Aber unser Kenntnisstand war, diese Frau ist tatsächlich nie wieder aufgetaucht. Aber vor zwei Wochen war es soweit. Vor zwei Wochen hat also der Telefon geklingelt, was ja öfter der Fall ist, dass da irgendjemand was will. Und dann sage ich, ich bin Erna oder was weiß ich, also Renate oder irgend so was, ist ja was egal. Und, deswegen sagt er immer Kleine, weil er die Namen gar nicht drauf hat. Das ist das Problem. Ja, natürlich. Oder Liebling. Kann man nichts falsch machen. Oder Liebling oder irgend so was. Da gibt es ja noch ein paar. Schatzi oder irgend so was. Also wenn Sie mich anrufen, bitte nicht Liebling. Das würde mich sehr irritieren. Ja. Nee, mit dem Bart würde ich sowieso was anderes sagen. Was ist denn jetzt mit der Frau? Ich bin total neugierig. Ja. Sag mal, kommt die zu deinem Geburtstag oder was? Nee. Also, so weit bin ich noch nicht. Mit ihr. Also, die klingelt Telefon und die Frau ist am Telefon und sagt, ich bin diejenige. Sag, das gibt's ja nicht. Also, was war das? 54? 1954 ist die da. Also, ich sage, wenn ich in München bin, treffe ich mich. Wann war das mit dem Schiff, Wolfgang? Die war ja nicht, also ich hab sie ja noch nie gesehen. Nee, ja, aber wann war das? Wie lange ist denn das her mit dem Schiff? Als sie dir den Brief in den Kasten gesteckt haben, war das? Ist doch auch schon wieder ewig her. 15 Jahre. 20 Jahre, ja. Ja, also das ist wirklich eine tolle Nummer. Schön, und die Geschichte habe ich verfilmt und die war gut. Die war eine prima Episode. Also macht irgendwelche Dinger mit mir, ich drehe dann um. Ja. Das ist, ja. Also irgendwie scheint dieser Mann einen sehr bleibenden Eindruck bei Frauen zu hinterlassen. Das stellen wir schon mal fest. Die große Frage, die im Raum steht, und Inke hat sie schon mal kurz angedeutet, wann trefft ihr euch? Ja. Wie, wann? Privat? Na, wie seid ihr denn schon? Also, wie? Mit der Frau. Mit der Frau vom Boot. Mit der Frau. Na, ich bin jetzt schon wieder auf die Kleine umgeschwenkt. Ich verstehe das, aber... Ich weiß ja gar nicht, wie die Frau jetzt aussieht. Die ist doch hier, die ist hübsch. Also kurz und gut. Was man kriegt, weiß man nicht, wa? Nee. Kennst du den? Ich treffe mich jetzt irgendwann in München mit der. Und dann merkt bei der nächsten Sendung, ich komme ja sowieso wieder, bin ja immer hier. Ja, dann bringen Sie die mit. Ja. Darf ich mitgehen? Das ist unfassbar. Nee, zu dir komme ich alleine nach Hause. hat er Sie eigentlich mal angegraben? Leider nicht. Ja, doch, eben mal im Hotel. Ja, da hast du Kerzen aufgestellt und wolltest mich benebeln. Und da, Stopp. Frau Böttcher, bitte. Das waren Duftkerzen gegen Knoblauch. Kann man das sagen? Ja, und Roger Whittaker hat gesungen. Und die siehst du jetzt? Roger Whittaker bei Ihnen auf dem Zimmer? Ja, nein. In der Garderobe. In der Garderobe. Roger Whittaker hat bei Ihnen in der Garderobe unter dem Einfluss von Duftkerzen gesungen. In der Garderobe. So ist die Geschichte, wenn er sie erzählt. Ja, und Rademann hat sie angegraben. Nee, Sie haben ihn angegraben. Angegraben ist ja schon mehr körperlich. Bei mir ist es ja vom Herzen und von der Seele her. Na, ich hätte ja nicht das Körperliche auch. Weil wir kennen uns ja 55 Jahre, also bitte. Es kann Böttcher war in der UFA-Nachwuchsschule bei Else Bongers in Berlin. Und da habe ich als Reporter sie interviewt, das wunderschöne Foto. Da warst du mit unserem Arzt zusammen, war? Den habe ich geheiratet dann, ja. Schau mal, das ist Grit Böttcher im Alter von wie viel etwa, Frau Böttcher? Was würden Sie sagen? Und wo wir uns kennengelernt haben? Ach, das hier. Ja, das hier. Warte mal. Wunderschönes Bild. Das war zu Zeiten, wo ich meine erste Rolle gespielt habe im Renaissance-Theater mit Victor de Kober, habe ich seine Swedin gespielt. Da haben wir uns auch gesehen. Ja, aber dann hat ja nachhaltige Wirkung. Du siehst ja, was daraus wurde. Eine lange Beziehung. Also, haben Sie jemals diese berühmte, früher gab es diesen Begriff der Besetzungscouch. Ja. Haben Sie das jemals ausgenutzt? Nee, also die Besetzungscouch war immer ein Ding, wo ich gesagt habe, das ist mir, also ich bin ja groß geworden in der Zeit, wo die wirklich in war. Ja? Die Besetzungscouch? Ja. Also das ist ja heute nicht mehr, aber damals gab es die wirklich. Das gab's. Ja. Weil das wird hier immer mit Abscheu und Entsetzen abgeschnitten. Nee. Aber ich hätte aber auch wirklich gedacht, dass das
heutzutage so ist und nee. Früher nicht. Nee, heute, pass auf, die Zeiten haben sich geändert. Heute musst du ja auch hinter einer Frau nicht mehr so herrennen wie damals, weil das, da hat sich ja alles lockerer. Damals war das wirklich ein Riesenproblem. Oh Gott, die Besetzung, Klaus, aber da machen wir eine Extrasendung. Also, ich fand die auch einer kaum, ja. Nur gut. Also das heißt, das gab's. Ja, die Besetzungscoach war ja zu. Ich habe in den 60er Jahren, als ich damals noch Reporter war, ich habe damals diese berühmte Serie im Stern, Deutschland deine Sternchen, recherchiert mit Gerd Heidemann, der die Hitlerbücher da gemacht hat. Gerd Heidemann, und, Stunk, wir beide haben zusammen und Tremper hat geschrieben. Und das war die erfolgreichste illustrierte Serie der Nachkriegszeit. Und das war immer Deutschland deine Stimmchen, Deutschland deine Sternchen. Also die... Wir haben da 5 Jahre lang nur so eine Sachen gemacht. Und da war die Besetzungscouch wirklich eine große Nummer. Ja. Gang und gäbe. Ja, der könnte da Namen nennen, aber warum mache ich nein, das heute? Nein, so aber welche? Ja. Schnell reagiert. Hätte ich bei dem Bart ja nie gedacht. Ja. Herrlich. Aber Sie haben es ja im Grunde sehr viel raffinierter gemacht, Herr Rademann. Ne? Sie haben sich ja die Frauen direkt aus den Sendungen geholt, die Sie selbst produziert haben. Na, und vor allen Dingen, ich habe sie im Theater und so überall gesehen und dachte, Mensch, die ist gut, die bringt was. Sie sind ein Produzent, der nur ins Theater geht und guckt. Ja, ich gucke mir das wirklich an. Ich sehe auch Fernsehen. Ich sehe im Grunde genommen fast jeden Fernsehspiel. Ich habe eine Statistik gehabt, 3410 Fernsehspiele in den letzten Jahren gesehen. Und ich gucke mir wirklich jeden Krimi, jedes Fernsehspiel, alles an, mit Verspätung teilweise. Und habe immer einen Blick auf Autoren, auf Regisseure, auf Schauspieler. Denn eins ist ganz wichtig, Markus, weil wir alleine können nicht das alles, was wir hier machen, ohne die Leute. Absolut. Die können es nicht ohne uns, das ist klar, aber wir auch nicht. Und ich lege ganz großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter ihr Lob kriegen, weil sie gut sind und dass die eben einem Zuträger sind. Mhm. Guck mal, zum Beispiel hier, ihr habt hier einen Regisseur, Volker. Das ist Volker Weicker, ein Knaller. Ich will nicht zu viel loben, dann will er morgen direkt wieder mehr Gage. Naja, hat er ja verdient. Aber dass er, ja, aber das ist gut. Dass für so eine kleine Sendung, so ein großer Mann, das sind alle gute Leute. Oder? Ich finde immer, ich lege großen Wert darauf. Was hat den Herr Weicker eigentlich gezahlt, dass Sie das jetzt so laut über ihn hier sagen? Nein, aber hat ja recht. Ja, den kenne ich schon so lange. Ich bin ja groß geworden in einer Zeit, wo ich habe ja noch mit Flicker gearbeitet. Ja? Und wer weiß heute noch, wer Druck Brands war. Und vor allen Dingen mein alter Regisseur Eckhard Böhmer. Sensationell. Also wenn man den Abstand sieht, den Abspann sieht von seinem Film, man sieht nur den Abspann. Und man sieht die Crew dann, wer da drin ist. Ach, das ist Rademann, weil er treu ist. Absolut. Weil er immer wieder seine Leute nimmt. Der darf nicht... zickig sein, er darf nicht hinterhältig sein, er darf nicht quatschen. Er ist nämlich auch so, dass er eigentlich alles weiß, aber nie weiter pläppelt. Er ist außer eben. Beinahe. Ach so, naja. Pass auf, lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Ich habe vorhin gerade kurz angesetzt. Sie haben sich Ihre Frauen aus Ihren eigenen Sendungen rausgezogen. Und es gibt da eine Sendung, eine ganz frühe Talkshow, muss man sagen, Künstlerstammtisch. Ja, mit Gustav Knuth. Ja. So, von Ihnen produziert. Und achten Sie zu Hause mal bitte auf die Dame mit den roten Haaren. Schauen Sie mal. Jetzt will ich von dir die Kortner-Geschichte auch noch hören. Also das war Kirschgarten und er hat es mit meinem Namen immer, er fand Kubitschek, wie du ihn ja auch etwas schwierig und furchtbar, und sagt, also mit diesem Namen erstens machen Sie nie Karriere. Und da habe ich gesagt, doch, es gibt einen Ministerpräsidenten in Brasilien, der heißt auch Kubitschek. Er hat auch keine Karriere gemacht. Aus irgendwelchen Gründen probierte an diesem Morgen die Grete Moosheim. Und ich spielte irgendein Mädchen, die immer mit dem Tablett kam, so ein Dienstmädchen im Kirschgarten und über irgendwas fliegen musste. Und dumm gucken, das war ja sein ganz großer, man musste immer dumm gucken und reagieren. Die Grete Moosheim hat ja erstens so eine wunderschöne Stimme und sie ist mir zum ersten Mal begegnet. Und ich war noch nicht so lange im Westen. Ein Kleid und ein Nerzmantel, den schmiss sie dann immer so um sich. Und wirklich eine so große, ganz enge Perlenkette um den Hals. Und da sagt der Kortner, glotzen Sie nicht so, Kubicki. Die Kette ist echt. Also, und diese Frau,
wie wir da gerade gesehen haben, Gustav Knuth hier im Anschluss. Diese Frau, Ruth Maria Kubitschek. Ach nee. Da haben Sie sich, nur mal noch mal zur Erinnerung, weil Sie sehen sich, glaube ich, sehr, sehr selten. Ja. Haben Sie sich damals schon in Sie verliebt oder hatten Sie vorher schon ein Auge auf Sie geworfen? Ach, wenn ich das noch wüsste, so lange her, das sind 35 Jahre, das wüsste ich auch nicht mehr. Also irgendwas in der Gegend. Ja. Da ging das los. Ja, Gott, weiß ich nicht mehr, ob das vorher oder hinterher war. Ich hab, also an die Sendung kann ich mich besser erinnern als an den Beginn. Weil die Sendung hat also eine ganz große Bedeutung in meinem beruflichen Leben, weil das sind 6 Sendungen mit Gustav. Und Gustav war der beste Erzähler, ja, den wir überhaupt in Deutschland je hatten von den Schauspielern. Ja. Also das ist ein Knaller gewesen. Und da habe ich die Idee gehabt, dass ich sage, Mensch, die ganzen Geschichten, die ganzen Witze, alles, was wir so an Anekdoten so wissen, das erfahren die Leute nie. Ich mache so eine Sendung. Da habe ich 6 Stück gemacht beim SFB und habe die gepaart. Da war Bubi Scholz und Peter Frankenfeld, Kuhlenkampf und alles durcheinander. Mhm. Das hat einen Spaß gemacht. Und da habe ich sie natürlich mit drin genommen. Also muss ich sie schon gekannt haben, sonst hätte ich sie nicht drin genommen. Ja. Also schon mit Hintergedanken. Ja, und Sie sind seitdem ein Paar, kann man das so sagen? Ne? Naja, ein Paar, was ist ein Paar? Ich wohne nicht zusammen. Sie wohnt mit einem Mann zusammen, du hast ja keinen im Moment, du warst so altes Jahr, habt ihr noch? Also. Er weiß, dass das an wen ging der Satz, du hast ja gehabt genug? War das Inka Bause? Oder? Nein, Inka hat ja nicht so viel gehabt. Woher weißt du denn das? Na, Dirk hat es mir erzählt. Ja. Wo ist Dirk? Ja, da sitzt er noch. Ja, genau. Wir haben keine Ahnung. Ist egal. Am besten jetzt nichts ohne Ihren Anwalt, Frau Bett. Das könnte unter Umständen schwierig werden. Aber für ihn. Ja. Was ist das Geheimnis einer so langen Beziehung, dass man in getrennten, nicht nur Wohnungen und Häusern, also sondern sogar getrennten Städten und ja, sogar bei getrennte Kontinente? Ja, natürlich. Das kann ich jeden Tag dasselbe Gesicht sehen. Nee, das geht nicht. Ich muss immer Pausen haben. Und ich bin ein unruhiger Geist. Aber ich bin ja treu, wie du siehst. Ich bin ja, bin ja konservativer Typ. Ja. Ich komme ja auch hier immer wieder her. Also, ich kann nicht jeden Tag dasselbe Gesicht sehen. Das klingt zu hart, aber so ist es gar nicht gemeint. Ne? Ach Quatsch, wenn es mir da ja, weil die Leute denken, ist mir völlig pipi. Ja. Da kommt die Yellow Press wieder, Frauke, du schreibst gleich wieder morgen früh so eine Nummer. Das weiß ich jetzt schon. Ja, also das ist mir auch völlig wurscht. Ja. Ja. Die Betreffende weiß, wie es ist und das reicht mir. Ja. Aber grundsätzlich, Sie führen ein unglaublich unstetes Leben. Ne? Kommt da so durch. Ja, haben natürlich. Gesagt, ich arbeite, unruhig. Unruhig. Haben mal gesagt, ich arbeite bis zum Umfallen. Ja. Also wie, wegen Tod oder was? Ja. Ja, naja, jetzt bin ich 80, weiß ich nicht, wie lange ich mache. Also so möglichst so lange, wie es geht. Also solange ihr mal alle noch Spaß habt an mir, also mache ich das, ja. Also. Aber könnte man ja auch mal sagen. In 5 Tagen werden Sie 80 Jahre alt. Ne? Wie viele Tage waren Sie in diesem Jahr beruflich unterwegs? Das wissen Sie nicht. Ich habe nicht erzählt, aber das ist eine Menge. Also im letzten Jahr habe ich 17 Länder gesehen. 17? Ja. Woher kommt diese Lust am Reisen, am Unterwegs? Ich war immer schon einer, weißt du, der so rumgeht. Ich bin ich treffe mich am Abend auch nicht mit einem Menschen alleine. Das ist mir zu langweilig, ich muss immer 2 sein. Ja? Und dann, naja, na, weißt du, guck mal, wir bitte quatschen, nach 2 Stunden ist die Luft raus und dann denke ich mir wohl nur Abend, was mache ich nun mit dem Rest, also hole ich mir die nächsten. Stimmt, er ist ziemlich schnell gelangweilt, glaube ich. Ja. Jetzt nicht mit mir oder wir, sondern überhaupt in deinem Leben. Nee, mit Inka noch nie, aber jedenfalls. Das ist interessant. Aber ich bin wirklich ein unruhiger Geist. Und ich hab viel Spaß daran, immer irgendwo unterwegs zu sein. Ja, das ist ja auch so eine Lust, auf Leben, ne? Ja. Ja, ich finde das Leben überhaupt, das Leben war gut zu mir. Mensch, ich habe viel Erfolg gehabt, ich habe alle Gesundheit, Geld, alles, was du willst, meine Freiheit. Mhm. Und guck mal, das hier wegen des Gesichter, also immer dasselbe Gesicht, um nochmal zurückzukommen. Es ist auch so eine Art von Freiheit, die ich so habe. Heute bin ich da, morgen bin ich da und ich komme wieder zurück. Aber ich muss so die Art haben, wenn die Börse nicht kann, dann nehme ich ihm die Wurst. Aber jedenfalls ist so eine
Verstehe ich. Gibt zwei Dinge, die ich gerne herausgreifen würde. Sie haben mal gesagt, es gibt einen beruflichen Höhepunkt in meiner sehr, sehr langen Karriere. Das war das Ding für mich überhaupt. Treffpunkt Herz. Treffpunkt Herz. Oh, das waren ja nochmal Kinder. Was ist das? Das ist Treffpunkt Herz war, das weiß ich jetzt nicht, hab da aber recherchiert, weiß ich, ja. Das war ein... Die, 75 war das, glaube ich. War das 1975? Ja. 75 war das. Also wollen wir die Zeit nicht verplempern mit dem Jahr. Es ist so, das ist eine Sendung gewesen für die Geburt der Deutschen Krebshilfe von Mildred Scheel. Mhm. Und damals gab es ja noch nicht diese ganzen Sendungen, wo ihr Alter heute rumturnt und macht da irgendwas mit Bärtchen oder ohne. Sondern früher war das wirklich die allererste Sendung, die für Charity gemacht wurde. Mhm. Und da haben wir in der Kölner Sporthalle vor 7000 Menschen eine große, im ZDF, eine große Sendung gemacht und ich habe eingekauft damals, das war Peter Alexander hat das präsentiert und haben gesagt, so, also wir müssen alle zusammentrommeln. Was das hier bevor Sie jetzt alle Namen aufzählen, schauen wir mal kurz rein. Das war wirklich das Who is Who des Showgeschäfts. 42 damals, Stars. Damals in Deutschland. Schauen Sie mal rein. Bitte 42 schon. Stars. Treffpunkt Herz. So viele klingende Namen. Und auch in den kleinsten Rollen finden Sie einen Prominenten, einen Star. Dieser Beginn und es hat in dieser Sendung einen Sketch gegeben, den wir uns unbedingt ansehen müssen von einem Großmeister, Peter Frankenfeld, der, wie ich finde, bis heute einer derjenigen ist, der den Takt vorgegeben hat, wenn es auch um moderne Comedy geht. Ja. Wir schauen mal ganz kurz rein. Peter Frankenfeld bei der Arbeit. Und achten Sie mal auf dieses sensationelle Handwerk und dieses perfekte Timing, wenn es darum geht, die Dinge so aussehen zu lassen, als würden sie gerade in der Sekunde passieren. Bitte schön. Merken Sie sich abgekürzt ZDF, zuerst die Flüssigkeiten. Dann kommt das Schönste, das Abschmecken. Jetzt vor dem Abschmecken. Das ist vielleicht staubig da drin in der Ecke. So was haben wir auch nicht gesehen. Ach, wissen Sie, das ist ein altes Gerede von den Ärzten. Ja, ich kenne es. Das stimmt auch nicht alles, was die Ärzte sagen. Nee. Glauben Sie mir, ich habe schon viel mehr alte Säufer als alte Ärzte gesehen. Also, Peter Frankenfeld, unvergessen. Und es gab irgendwie... darauf sind wir zumindest bei der Recherche gestoßen. Es gab Probleme bei der Reihenfolge der Auftritte, ne? Also die Geschichte bei der Sendung ist folgendes, dass wir 42 Stars zusammengetrommelt hatten und jeder muss ja nur anfangen. Und dass der Rühmann der Letzte war, war klar. Keinen größeren gab es. Aber wer war nun der Erste? Und da habe ich dann in meinem Programm, was ich ja zusammengestellt habe, die Marika Röck
auserwählt. Und als die Marika dann zur Probe kam und erfuhr, dass sie die Erste ist, ist er abgereist. Der Aufnahmeleiter kam an und sagte, die Röck packte ihren Koffer und ist gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Ich denke, also ich hinterher zum Hauptbahnhof in Köln, hab gesagt, Marika, was ist denn los? Sagt sie, ja, ich bin mein Leben lang immer die Letzte gewesen, aber ich noch nie die Erste. Da dachte ich, Mann, wie bringst du dir das bei? Ich sage, Mensch, Marika, die Erste ist ja genauso wichtig. Das ist so, weißt du, wenn bei Lanz am Anfang keiner ist, dann schalten sie ab. Da muss einer richtig sein, ein Zugpferd sein. So. Und genauso wichtig wie der Letzte. Ja? Und da hat sie dann gesagt, na, das ziehe ich ein. Also ich sage, weißt du, wenn die Leute abschalten, weil der Erste langweilig ist, dann nützt die ganze Sendung nicht. Also kurz und gut. Marika hat das gemacht und dann habe ich wirklich, wir haben damals, die Sendung durfte nur ein einziges Mal ausgestrahlt werden. Weil die gab es wirklich, wir haben einen Vertrag gemacht, jeder hat 3000 D-Mark Gage gekriegt, Einheitsgage, mhm, und durfte nur ein einziges Mal gesendet werden. Und das war dann alles für die Krebshilfe. Moderiert von Peter Alexander, ja, aus deiner Stadt, aus, ja, Wien. Ein Mann, von dem Sie sagen, das war eine ganz wichtige, prägende, ja, Figur für mich. Ja, wie haben Sie den kennengelernt und wie haben Sie ihn erlebt? Also Peter, ich war ja erst sein Pressechef und dadurch haben wir uns angefreundet. Und dann kam ein Schallplattenvertrag bei ihm auf den Tisch für Ariola. Und 1969 die Chance beim ZDF eine eigene Fernsehshow zu haben. Was ist das für ein Bild? Ja, das war ein Privatbild, wo haben wir unseren Spaß gehabt. Ja. Links ist Peter Alexander, ja? Ja, das ist Peter Alexander. Und rechts Jerry Lewis, ja? Ja, so weit ähnelt, ja. Ja. Super. Und der Peter bedeutet in meinem Leben also wirklich eine ganz große Rolle. Weil ich habe ja alle seine Fernsehshows gemacht und Barbara wird als Wienerin ungefähr nachempfinden können, was das also für eine große Kanone war. Ein Talent, eine Begabung und ein Mensch mit einer wunderbaren Ausstrahlung und mit einem Herzen. Und uns verbindet beide auch etwas. Wir sind Kriegskinder. Wir sind auch mit Hunger groß geworden. Und Sie haben mal gesagt, ich habe so viel gehungert in meinem Leben. Ja, genau. Und der Peter, also ich bin ja nur 1945 bei den Russen im Osten aufgewachsen. Da gab es ja nur ja nichts. Und wir haben also sozusagen über das fehlende Essen eine besondere Beziehung gehabt. Und Heißt übersetzt, heißt was? Bedeutete was im. Ja, also dass wir beide zum Beispiel kein Essen wegwerfen können. Ja. Also wir haben eben uns immer da unterhalten, komm lieber rein in den Bauch als wegwerfen. Und das ist ja heute nun also ganz was anderes geworden. Was die Menschen heute vernichten an Essen, ist ja unglaublich. Und wir haben dann, wie gesagt, diese Generation gehabt, die noch den Kohldampf, sagt der Berliner. Und dann ist die Geschichte passiert, dass ich eben mit Peter Alexander auf Tournee war und wir haben also zusammen, ich habe ihn begleitet und dann hat er also bis Mitternacht immer etwa Autogramme gegeben und dann saß er in seiner Garderobe und dann gab es ja in den deutschen kleinen Städten keine Restaurants mehr, die offen waren mit der Küche um Mitternacht. Und dann musste ich immer losgehen und musste was zu essen besorgen, damit er in der Garderobe noch was kriegte. Und da ist die schöne Geschichte passiert. Und jetzt hoffe ich, dass Barbara mir den Liptauer, da ist er, da steht er. Ich gucke nämlich die ganze Zeit schon süchtig danach. Ich habe dir aus Wien mitgebracht vom heurigen Feuerwehrwagen, den du kennst, den Liptauer. Liptauer ist dieser Käse. Ein spezieller Käse. Ja, also so wie der Obatz. Ganz dicht dran am Knoblauch. Es gibt einen scharfen und es gibt einen milden. Und den kriegt man beim heurigen, der ist göttlich. Willst du Knoblauch drauf haben noch oder reicht es? Ich esse den ja jetzt nicht. So, ich will ja nur die Geschichte erzählen. Ich habe ihn dir mitgebracht. Ja, das ist ja, du hast lieb, sie hat das extra gemacht. Und das war das Lieblingsessen von Peter Alexander? Ja, also mehreres. Ja. Knödel zum Beispiel und Schweinebraten und alle so eine handfesten Dinge. Also wir sind da deckungsgleich in unserem Geschmack, was die Sendung betrifft, aber auch beim Essen gewesen. Ja. Handfest. Und den Liptauer, den kriegst du, wenn der nur auf Tournee war, meinetwegen jetzt hier, weiß ich nicht, in Oranienburg, Oranienburg war bei Osten, aber irgendwo, weiß ich nicht, war in Dortmund keine Kneipe mehr offen. Und dann musste ich am Tag losgehen in den Geschäften und die Zutaten holen. Und dann hat er sich dann abends in der Garderobe um 1 Uhr nachts oder was, hat er sich dann den Liptauer zusammengebastelt. Ja? Und hat dann aber den gegessen. Und das ist die tolle. Ein Mensch, reich, erfolgreich, begabt
sitzt dann alleine in so einer kleinen Garderobe und futtert seinen angemachten Liptauer. Und das sind so Dinge, wissen Sie, die haben mir den Menschen so nahegebracht und haben mir so unheimlich gut gefallen. Wir waren da deckungsgleich in unserem Geschmack, nicht nur beim Liptauer, sondern in allem. Ja. Peter Alexander, Sie haben es eben angedeutet, Riesentalent. Und wenn man mal so die Bandbreite dessen sehen will, was dieser Mann zu leisten in der Lage war, dann schauen wir uns einfach mal diese kurze Matze an. Ja, großartige so Bilder. Dazu gehört ist dein. So richtig nett, so richtig nett, so richtig nett ist nur im Bett. Feierabend, man sagt ja dann bis morgen Feierabend. Und rollt der Angriff in unseren Strafraum, dann kommt die Flanke und Schuss hinein, aber nein, aber nein, aber nein, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor, wenn der Ball auch kommt, der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Overshot, yes, pretty teeth, dear, and he shows them me, it's a trap. We're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock till broad daylight. A bit up to rock. Peter Alexander Show. Das Vorbild hatten Sie aus Amerika, ne? Dean Martin. Dean Martin war das Vorbild? Ja, 1969, als dieser Schallplattenvertrag, den ich vorhin erwähnt habe, kam die Chance vom ZDF, eine eigene Peter-Alexander-Show zu machen. Und er hatte ja vorher in der ARD schon mehrere Sendungen gemacht, aber wirklich nur die Schallplatte. Mhm. Und ich habe gesagt, weißt du, wir müssen mal dieses amerikanische System versuchen einzuführen. Und du trittst im Smoking auf, wir machen das vor Publikum und wir machen die große Bandbreite, alles, was du kannst. Und das hat hingehauen. Das hat sich mal vor 27 Millionen Menschen. Menschen haben das gesehen. Ja. Sie waren also in Amerika, haben sich das dort angesehen? Wie diese? Nee. Das habe ich in Berlin gesehen. Ich hatte das Glück, in Berlin im amerikanischen Sektor zu wohnen, wo es AFN-TV gab. Und sprachen Sie denn Englisch? Oder nee, nicht richtig, ja. Aber zum Clown hat es gereicht. Sehr gut, sehr gut. So, und Clown bzw. Vorbild Amerika ist ein gutes Stichwort, auch wenn es ums verrückte Paar geht, oder? Oder gab es da kein angelsächsisches Vorbild? Nee, da gibt es keins. Aber es war Comedy, ne? Es war eigentlich die erste. Ja, das stimmt, aber du hast da kein Vorbild. Das haben wir alleine gemacht, wa? Ja. Und habt ihr auf eine ganz grandiose Art und Weise hingekriegt. Wir schauen mal ganz kurz rein, bevor wir darüber reden, wie diese Arbeit vor allen Dingen auch mit Harald Juhnke abgelaufen ist. Bitte schön. Harald Juhnke, der Verrückte hier bei uns. Das ist ja eine Freude. Ach, wir beide, Sie und ich, eine neue Sendung. Ein beglücktes Paar. Ach, das bin ich ja fabelhaft. Na, wer wohl? Ich bin's. Aber lieber, kommen Sie doch herein. Elfriede. Ja? Ah, hier. Oh. Das ist er. So, sag ich ihm so, und prallt gegen mich. Ungefähr so. Meine Posten. Was fällt dir ein? Du musst kommen, ich bitte dich. Da hast du für den Wagen. Ausgeschlossen? Da, bitte, nehm mich, bitte. 300 Mark. Also gut. Um 9. Ich warte. Ist alles in Ordnung? Ja. Wie viel hat er gegeben? 300. Geht immer noch, das Ding, ne? Funktioniert immer noch. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
das so zu machen und vor allen Dingen auch auf die beiden Schauspieler, also Grit Böttcher und Harald Juhnke. Na, Grit habe ich im Theater gesehen, nicht? Und Harald war ja schon eine ziemliche Kanone bei Wölfer und irgendwie weiß ich nicht mehr genau. Aber die beiden zusammenzubringen, war ein Glücksfall in meinem Leben, ein Besetzungsglücksfall. Und wenn ich das so sehe, diese Ausschnitte, dann weiß ich auch, warum ich heute noch hinter dem Busen hier bin. Spielt ihr ja sehr viel, sagen wir mal, auch in der Horizontalen, das ganze Ding. Und hat so mit Tabus auch gespielt. Ne? Ja, wie fanden Sie das denn, dass Sie da die ganze Zeit, also sagen wir mal, nicht bis zur Unkenntlichkeit bekleidet durchs Bild gelaufen sind? Nein, ich bin ja nicht ich gewesen, ich war immer die Rolle. Und die schwere Rolle war, das die ganze Zeit so zu gucken. Ja. Das war wirklich schwierig. Dieses Schielen? Ja. War ganz hinten habe ich es nicht gemacht, aber wenn wir groß waren, dann das Schielen war schwierig. Und das andere, das da... Herr Rademann, schauen Sie, das ist das, was Sie so... Naja, ich bin gut gewachsen gewesen, in Anlehnung jetzt noch. Und dieser war doch alles bedeckt und alles immer sehr, sehr wie eine Praline, glaube ich. Aber das gibt eine Geschichte... müsste, um es zu kosten. Eine Geschichte, die ganz wichtig ist, und zwar, wir hatten am Anfang bei der ersten Sendung die Lachmaschine aus Amerika. Mhm. Und die Lachmaschine ist eine ganz blöde Erfindung, wie die Amerikaner finden es gut, aber wir nicht. Und ich habe gemeint, diese künstlichen Lacher, ja, also 40 alte Opas lachen oder 12 Kleinkinder oder irgend so was, ja, das ist die Lachmaschine. Und die erste Sendung, das war doof, das hörte sich noch nicht an. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir bauen eine Tribüne mit Holz. So. Und damit die Leute, wenn sie trampeln, Gott, ich hoffe, bei euch ist ja der Stein, also dann ist ein Resonanzboden, dann gibt der mehr Applaus. Mehr als wenn man das jetzt aus Stein oder was auch immer hätte, beispielsweise. Ja, das war ein guter Trick, die Leute haben getrampelt und das war sich wunderbar auf die Schauspieler auch gleich ausgewirkt und die haben dann entsprechend auch viel mehr Temperament und Freude am Spielen entwickelt. Ja. Wie war das denn mit Harald Juhnke zu arbeiten? Wir waren so, das war ein Ganzes. Er ist ja auch einmal beinahe ausgefallen. Ja, so. Aber wir haben Schwein gehabt, also nur einmal. Also im Grunde genommen, es gab andere Sendungen, die haben schwer gelitten. Darunter Musik ist Trumpf und so weiter. Die hatten also unter seinen Ausfällen dann schwer zu leiden. Also wir haben Schwein gehabt. Ja. Was war das im Nachhinein für Sie? Der Sechser im Lotto, Frau Böttcher? Das verrückte Paar? Oder war das... Also wir waren ja beide. Er hat gesagt, ich war früher der Torten, ich krieg mal Torten ins Gesicht, weil er Filme gemacht hat, wo er immer Buffo war, also der Zweite. Mhm. Und ich war mehr Theater. Und dadurch, dass er uns zusammengeholt hat und wir so einen Erfolg hatten, das Hamburger wussten wir gar nicht, dass wir so viel machen, sondern weil es so ein Erfolg war, hat er immer ein paar Sendungen weitergemacht. Mhm. Und... ja, ich habe den Faden. Sie haben mal gesagt, ich habe Gerhard viele Komplimente gehört damals und dazu Berge von Liebesbriefen und Heiratsanträgen bekommen nach der Geschichte. Ja. Man bleibt bei Sinn, wa? So viel Worten. Er? Weiß ich nicht, was er gekriegt hat. Er hat nur mal gesagt, weißt du, wenn wir beide zusammen gehen, dann freuen sich die Leute, weil sie mich immer fragen auf der Straße, Grit, wo hast du denn Harald? Und umgekehrt war es genauso. Und da hat er mir mal, habe ich auf einer Tournee in Leoben gespielt und ich weiß noch, dass ich dahin 12 Baccaras gekriegt habe und er hat gesagt, pass auf, wir gehen zusammen. Wir als Paar, das nehmen sie uns nicht übel. Aber da habe ich gedacht, nein, Harald ist ganz ein Lieber und ich verstehe ihn gut und wir haben viel geredet, hat auch mal eine kurze Zeit mit seiner Familie oben in meinem Haus gewohnt. Aber als Mann, nein, das war nicht. Er war für mich Mensch. Du bist auch ein Mensch. Aber nicht als Mann. Kein Mann heißt das. Kein Mann, gerade Mann. Kein Mann. Inka, um den Bogen ein bisschen weiter zu spannen, was hast du im Osten damals mitgekriegt, sozusagen? Alles, ich kenne jede Sendung, die ich hier sehe. Und ich kann nur noch sagen, danke Wolfgang, dass ich so eine schöne Fernsehjugend verbringen durfte. Ich habe jede Show gesehen, ich kann jeden Film mit Peter Alexander, das verrückte Paar. Ich bin damit aufgewachsen, weil ich bin in Berlin größtenteils aufgewachsen, seit meinem 6. Lebensjahr. Und diese wunderschönen Sendungen sehen zu dürfen. Mhm. Und schade, dass es die ganzen Leute kaum noch gibt und dass die alle nicht mehr da sind. Also danke, Wolfgang, wirklich, es war wirklich ganz toll. Wie war das denn damals? Also
dein Aufwachsen und auch die Möglichkeit, da in dieses Geschäft dann noch reinzukommen in der DDR. Wie war das für dich? Ach, um mich geht's ja heute gar nicht. Doch, ich wollte nur sagen, wenn es eine Besetzungscoach geben würde und Wolfgang wäre 25 Jahre jünger, würde ich die Besetzungscoach mitgebracht haben selber. Oh. Wenn er nicht so eine tolle Frau auch hätte, ja. Nee, er ist einfach wirklich ein Knaller und man sagt ja immer, es ist alles gut für was im Leben und es gibt keine Zufälle, aber diesen Menschen begegnet zu sein, ist wirklich ein ganz großer Glücksfall. Ja, das ist ein tolles Ding, ja, absolut. Gut für mich. Wie ist denn die Schwarzwaldklinik damals im Osten angekommen? Super, alles. Ihr habt das auch geguckt, natürlich. Ja, jede Folge, natürlich. Mhm. Ja, das war ein Traum, wirklich. Gibt's eigentlich nichts, wo wir gesagt haben, das ist irgendwie Schrott gewesen, Traumschiff, ab und zu mal, naja, man kennt die Geschichten eben manchmal schon, wie sie enden vorher, weil wenn man 5 Minuten den Anfang geguckt hat, weiß man schon. Schiff und Sonne. Ja. Aber herrlich, für uns Ossis, Traumschiff, das war da unten, wir hatten zur See, war mit Genosse hin und her, da war natürlich Traumschiff, war natürlich der Traum von einer großen, weiten Welt und da mal mitspielen zu dürfen, irgendwann hätte mir das einer vor 30 Jahren gesagt, dem hätte ich gesagt, hier. Ja, toll. Wie kam das denn im Sender damals an dem ZDF, als Sie denen gesagt haben, pass auf, ich hätte da eine Idee, Osten ist ein gutes Stichwort, ne? Es gab doch in der Tschechoslowakei noch damals diese... Krankenhaus am Rande der Stadt, eine Serie. Das hat Sie inspiriert? Ja, genau, das ist ja im Grunde die Vorgeschichte für die Schwarzwaldklinik. Das heißt, die beste Ihrer Ideen haben Sie im Osten geklaut, kann man sagen, ne? Naja, also Tschechei war das ja, nicht DDR. Geklaut, ja. Ist ja halber Osten. Gut, aber war... Ja, also... Tschechoslowakei ist schon Osten, würde ich sagen, ja. Damals zumindest. Na gut, aber die Martin nicht. Also, ich habe die Schwarzwaldklinik und Barbara ist Zeuge, weil wir das ja von Anfang an zusammen gemacht haben. Die Geschichte ist das Krankenhaus am Rande der Stadt, was sehr erfolgreich in der ARD lief. Und ich sagte, Kinder, was die Tschechen können, können wir auch eine Krankenhausserie. Und zu der damaligen Zeit gab es keine im deutschen Fernsehen. Und ich habe, glaube ich, Barbara, was waren das? 1,5 Jahre oder 2 Jahre? Naja, du wirst es nicht so genau. Hab ich rumgeeiert bei den Sendern und hab gesagt, Kinder, ihr müsst eine Krankenhausserie machen. Die Tschechen sind da. Keiner Hund hat sich gerührt. Und man hätte es wissen können, dass die Tschechen ein gutes Gefühl für Fernsehen haben, denn die haben auch die Biene Maya erfunden, ne? Ja. Soweit ich weiß. So, und auch das war ein großer Knaller, ein legendärer. Doch. Wir schauen mal ganz kurz rein. In Biene Maya? In die Biene Maya und auch ins Flottertal, Schwarzwaldklinik. Und da sehen wir auch Lernschwester Elke bei der Arbeit. Bitte. Oh Gott. Ihr Name bitte? Brinkmann, Klaus. Beruf? Arzt. Mein Name ist Brinkmann, ich bin der neue Chefarzt. Und wie ist er? Er, mein Vater? Wie soll er schon sein? Kann alles, weiß alles, macht dich zu Null. Ach, wie schön. Außerdem möchte ich dich bitten, dein Privatleben so zu gestalten, dass es nicht mit medizinischen Problemen kollidiert. Jawohl, Vater. Ich quassle manchmal dummes Zeug. Auch über Sie. Ach, Kinder, bin ich froh, dass ich wieder hier bin. Ja, du, Bier ist! Und das wäre ich erst am nächsten Montag. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und wer weiß? Vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal wieder. Versprochen. Die Schwarzwaldklinik. Unglaublicher Erfolg. Barbara, deine Lieblingsszene in der Schwarzwaldklinik, was würdest du sagen? War das die schönste Szene, die du dort gedreht hast? Die Hochzeit war schon schön. Die Hochzeit war für mich ein Traumerlebnis, weil ich weiß es, wir haben, glaube ich, 14, 15 Minuten gedreht, also eigentlich im Grunde 24 Stunden, weil um 6 Uhr war Maskenbeginn und wir haben gedreht den ganzen Tag, ganze Nacht durch bis 6 Uhr früh. Und das war so stark und so ein schönes Erlebnis, weil, wie Inka schon sagte und auch Grit,
Der Wolfgang hat eine unglaubliche Begabung, die Menschen davor und hinter der Kamera gleichwertigst zu behandeln und zu besetzen. Und wir waren wirklich eine große Familie über so viele Jahre hinweg. Und es war, also ich kann mich an nichts erinnern, was mir nicht gefallen hätte. Aber wenn man diese Kussszene sieht, dann hat man das Gefühl, ihr hättet auch, also ihr beide auch eine Familie gründen können, direkt im Anschluss. Also da hätten wir ruhig. Ja. Wir hatten ja dann noch zwei Specials gedreht. Ja. Danach noch, nicht Sascha. Und Sascha, ihr habt euch sehr, sehr lange, also auch in den Büchern, sehr lange aneinander herangearbeitet. Ja, genau. Ja, ich hatte einmal einen Patienten geheiratet, dann ging ich raus aus der Serie, Manfred Zapatzka war das. Und dann kamen also sehr viele Briefe, über die ich mich sehr gefreut habe vom ZDF, dass ich wieder hineingeschrieben werden soll. Und somit kam ich wieder hinein und dann hatte ich das große Glück, Sascha Hehn heiraten zu dürfen. Und er war wirklich ein reizender Kollege, muss ich sagen. So, ja. Diesen Sascha Hehn, ganz über den du mal gesagt hast, pass auf, er war einfach sehr mitfühlend, zärtlich, sehr liebevoll und einige Küsse bleiben unvergesslich. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe meinen ersten Filmkuss, ich war 23, habe ich von Sascha Hehn bekommen. Meine erste Berührung überhaupt von einem Mann vor der Kamera. Und Sascha hatte aber die unglaubliche Begabung, dass er mich unmerklich ins richtige Licht immer gedreht hat, dass ich immer fabelhaft ausgesehen habe, dass er immer genau die Pausen dort macht. Ich habe ja gelernt, ich war Elevin, ich war Anfängerin. Lernschwester Elke. Lernschwester Elke auf jeder Beziehung, auch vor der Kamera. Und er war wirklich ein guter Lehrmeister vor der Kamera, muss ich schon sagen. Habt ihr richtig geküsst? Was heißt richtig? Na, was heißt richtig? Nee, also, hier in Hamburg sagt man Zunge. In Süddeutschland sagt man vielleicht Austausch von Körperflüssigkeiten. Verstehe. Also es gibt, damals war ich 23 und das war auch vom Sascha, muss ich sagen, er war sehr behutsam, sehr zärtlich, sehr kollegial. Ich zitiere nochmal, er war sehr zärtlich und liebevoll. Und diese Küsse waren so, dass der Zuschauer... Küsse bleiben unvergesslich. Eben, und diese Küsse waren so, dass der Zuschauer doch wusste, wir lieben uns. Und das sollte auch rüberkommen, dieses große Gefühl. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Formuliert, ja. Sehr schön. Haben Sie das geahnt, dass die beiden so gut zusammenpassen, dass das gut funktioniert? Nein, also du weißt diese Dinge, weißt du die vorher. Also wir wissen ungefähr, wie die Erfolgsbestandteile sind und sagen sich, also das müsste so sein und so sein und trotzdem wissen wir es nicht. Das Publikum allein ist entscheidend dafür, ob es ankommt oder nicht und wir wissen es nicht ganz genau. Also man weiß, wenn was ein Schlager werden könnte, er muss diese Noten haben und das und das und diesen Rhythmus und diesen Text und weiß ich was und trotzdem fallen 90% durch. Nein, es ist nicht hundertprozentig berechenbar. Auf keinen Fall. Die Besetzung nicht, der Stoff nicht, nix. Wenn das so einfach wäre, dann würdet ihr ja auch jeden Abend, weiß ich nicht, eure Zuschauermassen haben. Das geht nicht, das kann man nicht Darf machen. Darf ich nur es gibt in Wien ich komme ja aus Wien und bin ja eine Mischkulanz zwischen pommerschen Vater und österreichischer Mutter. Es gibt in Wien den Spruch, man hat eine Nase. Man hat eine Nase. Und Wolfgang Rademann hat eine Nase für gute Stoffe, aber auch für die Chemie der Zusammensetzung der Schauspieler vor der Kamera. Nicht nur hinter der Kamera, der Crew. Ja. Also er hatte ein Gespür und ein Gefühl, passen die zusammen, stimmt die Chemie, das könnte sich ausgehen. Und das ging sich aus. Und es ging sich so oft in seinem Leben aus, sonst hätte er diesen enormen Erfolg nicht gehabt mit diesen unglaublich verschiedenartigen Sendungen, die er wirklich erfunden hat, komponiert hat und ins Leben rausgeschickt hat. Ja, doch jemand, der sehr schnell erkannt hat, dass da jemand ist, der zwar diesen großen Vater hat, der ein wirklich toller Schauspieler war, Klaus-Jürgen Bussow, finde ich. Du kanntest mich nicht. Ich habe im Theater in der Josefstadt in Wien Theater gespielt. Du wusstest nicht von mir, ob ich ein guter Schauspieler bin. Aber du hast das Gefühl vielleicht gehabt, dass ich dir was bringen hätte können. So, und ich danke dir für diese 30 Jahre gutes Gefühl. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Lebensgefühl damals gewesen, Herr Rademann? Sie haben es damals mit der Schwarzwaldklinik bis auf den Spiegel geschafft. Es gab eine Spiegeltitelgeschichte. Romanze in Moll. Hier, Operation Kitsch. Romanze in Moll wurde da geschrieben und alles Mögliche. 28 Millionen haben da zeitweise zugesehen. War das für Sie eine Auszeichnung? Ja, absolut. Also das ist für mich, da bin ich also wertvoll. Nun komme ich aus dem Journalismus und weiß selber ungefähr eine Kritik einzuschätzen und habe selber ja noch geschrieben in meinem Leben, um das also zu beurteilen. Da bin ich also unempfindlich drin. Ja. Die Dinge berühren mich nicht. Ich weiß ganz genau, wo meine Zielgruppe ist. Das ist das große Publikum.
Publikum, nicht das kleine. Ich bin nicht für die Feuilleton, ich bin auch nicht für die Kritiker, ich bin nicht für irgendwelche elitären Randgruppen. Ich will die große Masse, die will ich, denen will ich Spaß machen und Unterhaltung bringen und nichts weiter. Was wollen die denn? Wollen die eher leiden oder wollen die Liebe sehen? Braucht es immer ein Happy End? Darf es Tote geben auf dem Traumschiff oder auch in der Schwarzwaldklinik? Also ein Tote auf dem Traumschiff ist eine Geschichte, da muss ich sagen, habe ich daneben gegriffen. Ja, und zwar, ich wollte, soll ich die Geschichte erzählen? Ja, gerne, ja. Das ist gut. Also, ich wollte einmal auf dem Traumschiff einen Toten haben. Ich sah, alle Abend, an jedem Krimi stirbt einer, wird ermordet und was, nur bei mir, da stirbt einfach keiner. Ja. Und da habe ich gesagt, irgendwie müsste das auch mal das wieder belebt werden, das Schiff mit dem Toten. Das Schiff müsste belebt werden mit einem Toten, ja. Und ist ja das Schöne an meinen widersprüchlichen Worten. Und da habe ich Vater. Vater Klaus-Jürgen Wussow spielte ein Konzertpianist, kann ich noch reden? Ja, spielte einen Konzertpianisten. Wir haben nämlich den Ausschnitt tatsächlich vorliegen. Und wir schauen mal kurz rein. Und Sie erzählen uns, was danach in Deutschland passiert ist. Bitte das schön. Ist gut, wusste ich gar nicht. Wunderschön. Danke. Gute Nacht, Herr Jürgens. Gute Nacht, Kai. Ein wunderbarer Junge. Er wird sterben. Was sagen Sie da? Tja, er wird sterben. Er hat nicht mehr viel Zeit. Aber warum denn? Ein angeborener Herzfehler. Der schwere Herzkrämpfe verursacht einen Erbteil seiner Mutter. Papi! Papi! Das wirkt heute ein bisschen albern, aber es ist jedenfalls... Ich finde die schauspielerische Leistung speziell von Udo Jürgens großartig, der sich umdreht und sagt, was sagen Sie da? Das ist ja hier Meinheit, ja. Also, nee, ich habe jedenfalls damals überlegt, habe gesagt, Kinder, das ist so eine Geschichte, da kann man den Jungen, der muss seine Pillen immer in der Tasche haben und wenn das Silvesterfeuerwerk kommt, dann hat er entweder die Pillen dabei und überlebt, kriegt einen Anfall, oder er hat die Pillen nicht dabei und stirbt. Und da haben die Autoren gesagt, na Junge, sei vorsichtig mit einem Raumschiff und mit einem toten Kind. Also ich habe gesagt, ach Quatsch, ich will Oma einen Toten haben. Also kurz und gut, ich habe dann also dafür gesorgt, dass der stirbt. Ja. Ja. Und dann habe ich die Briefe gekriegt beim ZDF. Die Andrea, die Klingenschmidt, kann das bestätigen. Da sind die ganzen Briefe gekommen, wo die gesagt haben, nee, im Traumschiff nicht. Nee. Das haben wir nur gerade im Krimi gesehen, jetzt muss der nicht ohne da sterben. Und seitdem ist aus, das Ding ist erledigt. Nie wieder einer auf dem Traumschiff gestorben. Jetzt habe ich 73 Folgen gedreht, jetzt stirbt doch keiner mehr. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Also... Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Traumschiff? Das kommt ja immer regelmäßig wieder, ne? Das kommt jedes Jahr zu Weihnachten und zu Neujahr. Genau. Ja. Wo geht's denn mit hin? Sie haben irgendwann mal gesagt, mir geht langsam die Welt aus. Ja. Mir gehen die Länder aus. Das ist mein größtes Problem, ja. Nun kommen Sie ja noch nach Bergedorf, da komme ich ja mit dem Schiff so schlecht hin. Aber ich bin jedenfalls mit den Ländern, also 73 Folgen, 73 Länder. Also ich war noch nicht in Alaska, ich war noch nicht in Korea und in Nepal, da kann ich auch so schwer das Schiff auf den Berg schleppen. Also es ist jedenfalls, wird's dünne. Aber Alaska ist doch ein perfektes Ziel. Ja, aber ich kann nur im Juli, August, wenn da also schneefrei da und da kann so. Ich auch, da habe ich Zeit. Du auch. Aber beim Traumschiff darf es ja nicht nur nicht Tote geben, sondern nicht mal Pudelmützen. Ich habe mal eine Serie mitgedreht und ich fand das ein Traum. Indian Summer, ja, Westküste, Ostküste, Vancouver, Ostküste, Amerika. Und da war natürlich ein bisschen kalt, wir mit den Pudelmützen die ganze Zeit. Ja. Ich war auf einmal Charakterschauspielerin, weil ich so 10 Jahre älter aussah und völlig schrecklich. Und das haben die Leute auch nicht akzeptiert. Nee. Und es war so
sie wollen Palmen haben und Meer und Markus, Wärme. Sie haben gemeckert, haben also auch Briefe geschrieben, also frieren tun wir alleine. Also hier, vom, die Schauspieler sind verkleidet mit Winterjacken und draußen fällt das Laub. Also so komisch fanden sie es nicht. Ich muss dann, weißt du, wenn Weihnachten Neujahr, der Traumschiff läuft. Ja. Da wollen sie Palmen, Südsee und alle das, was sie nicht draußen aus dem Fenster kicken haben. Das wollen sie das absolut. Aber ja, wenn wir das im Sommer drehen, Juli, August, also ich will mich jetzt nicht aufdrängen, aber ich werde notfalls würde ich mir wieder ein Bart wachsen lassen und würde dann da... Also nur gehe ich ja mit Ihnen hier auf die Besetzungscouch, also wird das nicht. Bitte nicht. Ich finde... Ich finde, wir lassen das alles mal genau so, wie es ist. Und man sieht es ja dann auch immer wieder, Schauspieler sind deswegen Schauspieler, weil sie ganz großartig schauspielern können, ein Gefühl für Timing auch haben. Die wissen, wann der Blick nach unten, nach links, nach rechts und sonst wohin zu gehen hat. Sonntag gibt es hier im ZDF wieder Traumschiff. Sie haben Ihren großen Tag am Montag, Herr Rademann, ne? Was ist Sonntag? Ja, Sonntagnachmittag wird im ZDF Traumschiff wiederholt. Weil der gestern Abend erst lief. Gestern Abend lief es auch, ja, genau. Und zwar sehr, sehr gut geschlagen gegen Fußball, ne? Mit, ja, einer Traumschiff, mit einer Traumschiff-Wiederholung. 5 Millionen gegen dieses Spanien-Spiel, also da kann man schon sagen, das Ding hält sich noch tapfer bei den Leuten. Ja. Das Ding prima ist auf jeden Fall deutlich, ja, über Wasser und geht nicht unter. Und weil das so ist, Montag, 80. Geburtstag. Und hier ist die Überraschung für Wolfgang Rademann. Bitte schön. Traumschiff-Torte, Captain Stinger. Ich danke dir. Danke dir sehr herzlich. Herr Rademann, bitte schön. 80. Geburtstag. Steht auch genauso drauf, das Traumschiff. Würde mich sehr freuen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns zum... Wenn wir uns dann zum 85. wiedersehen, ja, zum 85. oder allerspätestens zum 90. Das wird der Tag sein, an dem er dann halbtags macht, Herr Rademann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich zunächst mal bei drei tollen Schauspielerinnen. Bei Grit Böttcher, große Freude, Sie mal wiederzusehen. Bei Inka Bause und bei Barbara Russo, herzlichen Dank. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Wolfgang Rademann, Traumschiff-Produzent und ein Mann, von dem man viel lernen kann. Danke sehr. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Danke schön. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Großer Spaß. Setzt doch einen Moment hin. Dann machen wir gleich noch ein paar Fotos und dann hat sich die Zeit. Sie müssen alle weg. Aber schaffen Sie noch was. Wir kümmern uns doch.